Sag mal, wie seid ihr eigentlich hier hochgekommen? Tja. Keine Ahnung, will ich ja gar nicht wissen. Das ist irgendwie das Problem. Ich hab euch einmal aus den Augen verloren und dann ging's nicht mehr. Du musst dort gegenüber von Crazy Earl ist ein Vordach und über das Dach kommst du hoch. Tja, liebe Freunde, und damit geht's los in Folge, lass mich lügen, 13, glaube ich, 12 oder 13. Ne, 12 hatten wir, glaube ich, gerade, das muss Folge 13 sein. Egal, auf jeden Fall. Wenn wir festhalten können, ist Matze noch Level 7. Ja, und das finden die anderen wahnsinnig amüsant, weil alle aus irgendeinem Grund schon Level 8 sind. Und Kevin hat bestimmt schon wieder 3 Balken von Level 8 geschafft oder so. Nee, 4. Naja, ich hab einen Dreiviertelsten hab ich schon wieder voll, ja. Das gibt's gar nicht, ich bin noch nicht mal Level 8. Perfekt, jetzt funktioniert's. Und jetzt kalibrieren wir das Ding. Ich muss hier an ein paar Schaltern fummeln. Nein, Mama, du weißt, warum ich nicht komme zurück. Hier sicher. Firma weiß nicht, ich bin hier. Name ist gleich, weil die Glauben ich ändere. Aber Mama, Mama, nicht weinen. Nina muss los. Dieser Transmitter funktioniert nicht. Also nochmal von vorn. Was? Nochmal draufhauen? Warum hat die einen russischen Akzent? Das war's. Über dem Büro des Bürofs ist ein Turm. Versuch da hochzukommen. Ja, du bist gut, ne? Das schaffen wir schon. Ich hab nen Plan. Ihr macht es schon. Wir sind ganz stolz auf euch. Ja, ja, ihr lootet wieder. Ich weiß, ich weiß. Ich bin oben. Ich mach gar nichts. Ich. Du. Von unten zugucken. Achtung! Das unerlaubte Betreten von Staatseigentum wird mit sofortigem Tod geahndet. Danke. Ach ja, ich hätte die Geschütze erwähnen sollen. Du musst sie zerstören. Das wäre vielleicht besser gewesen. Oh Mann. Ah, Matze, das Level ab. Ach, seid doch alle leise. als ob ich den Hohn darin jetzt nicht verstanden hätte. Was, Matze ist endlich mal Level 5? Ja. Sieht aus, als hätten ein, zwei Kugeln die Relaiskupplung beschädigt. Ups. Sieh mal bei den Geschützen nach, ob du Ersatz dafür findest. Wie war das? Das ist ein Ding, das macht, dass der Transmitter wieder geht. Eine kleine schwarze Box. Ich nehme mal die eine und du nimmst die andere. Das ist sie. Ich kann die andere nicht mehr nehmen. Ach so, dann habe ich die genommen. Sorry, ich dachte, wir brauchen zwei. Nö, dafür setze ich sie ein. Jetzt muss ich nur noch. Verdammt, du bist eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für eher körperliche Dienstleistungen buchen? Momentan bin ich vor Stress der reinste Vulkan. Etwas Entspannung würde mir gut tun. Wie ich bin auch noch nicht billig. Ich sag all meinen Gästen ganz klar, dass Serena nicht dazu da ist, um... Ich kümmere mich später um den Bürof. Okay, alles bereit, wie es scheint. Geh zu der Steuereinheit, die ich auf deinem Echo markiert habe. Aktiviere sie, dann können wir den letzten Scan starten und das Signal orten. Moxie ist eigentlich überall, oder? Ja, ja. Also die hatte... Wie so ein Agentenführer. Ja, ja, also immer wenn es irgendwie was zu tun gibt, ist Moxie mit da. Und der hat auch immer eine Bar. Ich glaube, die hat überall auf Pandora und auf dem ganzen Mond hat die überall eine Bar. Ist doch Wahnsinn. Scheiße, ich bin so weit runtergefallen. Jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich wieder nach oben komme, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Matze, hier hinten kommst du wieder hoch. Ah, Robert hat den Plan. Ich hab hier ein Medikit, wenn ich wollte. Also zumindest war das der Weg, über den wir sonst immer hoch sind. Cool. Wenn ihr das mal Zeit habt, dann kommt ihr mal in die Bar, ich will euch mal was zeigen. Oh nö, wir sind jetzt extra nach oben, aber gut, ich komme wieder runter. Kein Problem. Nee, das könnt ihr dann machen. Nee, jetzt bin ich unten. Jetzt. Okay. Zeig mal her, was ist denn cool? Komm mal mit. Es gibt für das neue Iridium, für die Mondsteine, hier hinten besondere Drinks, die für eine bestimmte Zeitdauer bestimmte Statuseffekte hervorrufen. Aha. Okay, mein Sauerstoffverbrauch brauche ich jetzt nicht. Wie lang? Na, 30 eine, Minuten. 30 Ach so, Minuten, ja. Jetzt sind die gerade alle aus. Ach so. Eine Medi-Injektion. Also es ist gerade alles ein bisschen Mist, ne? Also bis auf der ganz links, schon. Der ist okay, aber die restlichen brauche ich eigentlich nicht. Nee, aber... Aber wenn du dann irgendwann mal so weit bist, dass hier gibt's ja noch mehr. Das Inventarsystem nicht erhöhen musst oder so. Munitionsregeneration, naja gut, aber die Menge ist... Waffenschaden ist cool. Interessante Neuerung, finde ich. Schadensresistenz 20%, das ist nicht schlecht. Und Gesundheitsregeneration, na gut, das kann man machen.
Denke, die werden nur später noch ein bisschen besser. Mal gucken, aber ja, stimmt schon, das ist echt eine coole Idee. Das könnte man zwischendurch auch mal probieren, da einfach mal was zu trinken. Ich habe gerade nicht mehr genug Mondsteine dafür. Ich habe nämlich alles beim Crazy Earl rausgeschmissen. Crazy Earl. Beim verrückten Gauleiter da unten. Das wäre gut, ne? So, ich bin wieder auf der richtigen Ebene. Gauleiter, ey. Naja. Ja, was ist das hier für ein geiles Terminal? System Control Station. Also dafür, dass das in der Zukunft spielt, haben sie echt nur hässliche Schriftarten, muss ich sagen. Das Signal scheint aus Crisis Sky zu kommen. Das ist eine alte Dahl-Funkstation. Dort gibt's seit Jahren nichts als Gavs. Tja, scheint wieder zu laufen. Schalt es ab. Und Status-Update, ich werde nach wie vor beschossen. Wäre also cool, wenn du schnell machen würdest. Wir wurden die ganze Zeit beschossen. Was hat denn der für ein Problem? Muss er halt zurückschießen, so wie wir es gemacht haben. Ich verstehe das echt nicht. Ne? Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen nach Crisis Scar reisen. Da wir ja hier auch keine neuen Quests haben in Concordia. Das ist vermutlich das nächst Sinnvolle, was man machen kann. Ach, die Schnellreisestation liegt ja auch total sinnvoll, oder? Irgendwie? Ach nee, das ist sie ja gar nicht. Verdammt, wie ist denn der Typ drauf? Das ist total frustrierend. Geh wieder zu Moxie. Die hat immer geheime Ausgänge. Klassiker. Doch, der ist zugehört, Matze. Was passiert ist? Nein, ich habe die haben die Stadt abgeriegelt. Ach so, nee, ich bin da dummerweise weggerannt. Da habe ich es nicht mehr gehört. Ach so. Das wurde übers Echo übertragen. Das ist ja echt fies, aber Moxie ist. Man ist nicht hier. Man wird hier kaum bedient, wenn sie in ihrer geheimen Werkstatt ist und an Hightech-Zeugs rumschraubt. Wenn ich noch wütender wäre, würde ich jetzt verraten, dass man reinkommt, indem man den Arm von dem einarmigen Banditen da drüben hochdrückt und den dann hochspringenden Zugangsknopf betätigt. Uff, das war knapp. Mein neuer Filterchip für innere Dialoge ist echt der Bringer, Freund. Das ist schon Wahnsinn, ja. So, zack, nach oben drücken und den Knopf. Aha. Ah, hat das so funktioniert. Da kommt man nichts rein. Bubbles and birds, bubbles and birds. Moxie? Ey, boah, was machst du denn hier? Was machst du denn hier drin? Sorry. Verdammt, ich hasse es, wenn man mich ungestylt sieht. Was willst du denn? Das erste Mal, dass man Moxie ungestylt sieht, oder? Geregelt. Weißt du, wie man trotzdem rauskommt? Verrückt. Ich weiß, wie es rausgeht, aber ich zeig's dir nur, wenn du mir versprichst, keinem zu sagen, was du hier gesehen hast. Na, das werden wir mal sehen. Sehr schön, denn wenn du singst, müsste mein Sohn dich lebend im Staub verscharren. Als ob Scooter das drauf hätte. Ja. Soll er mal probieren. Genau. Also wenn ich vor einem ihrer Kinder Angst hätte, dann wäre es auf jeden Fall Ellie, aber nicht Ellie. Scooter. Denn Ellie mag knuddeln und töten. So, ist das hier ein geheimer Ausgang? Nein, natürlich nicht. Was müssen wir denn? Folge Moxie. Achso, ja, das funktioniert. Geh nach Concordia. Was, wir sind hier noch? Hier geht's aus der Stadt raus. Ach, ich hoffe, du findest das Signal. Und denk dran, Leiche im Staub. Kapitel 4. Na toll, ich meine erste Glasmod und es ist so ein Schwachsinn. Na komm, schaut ein Gesundheitsreck. Ja, die bringt mir sogar was. Ich hab soliderweise Pistelfeuerrad und Pistelschaden. Weil ich so wahnsinnig viele Pistols nutze. Ja. Claptrap ist halt eher so ein bisschen der kleinere und halt auch kleinere Waffen. Benny hat bestimmt wieder hier als Loot-Vorrangiger die Geistermod bekommen, oder? Sniper-Schaden. Also das nicht passt, schlecht. Das passt tatsächlich zu dir. Genauigkeit. Och man, warum kriegt ihr alle so geiles Zeug? Das finde ich Claptrap. Ja, ne? Ich fühle mich irgendwie. Ich habe schon seit Sekunden keine Leute mehr gekillt. Am Rande, erzähl. Folge ist vorbei. Nee, der Folge ist nicht vorbei. Aber ich find's, was ich gerade festgestellt habe, einen interessanten Fakt, wenn wir versuchen würden, die Quests teilweise mit anderen Charakteren abzugeben. Ja. Weil die ja immer die Charaktere mit dem jeweiligen Dingens da reden, ne? Und so reden halt immer Claptrap mit den anderen. Ich find's sowieso sinnvoller, dass wir die Quests nur dann abgeben, wenn wir auch alle zusammen versammelt sind. Sorry, Bewohner von Erdnis. Es muss sein. Ja, na klar.
Oh oh. Dass wir unterschiedliche Dialoge generieren können. So, what? Jetzt muss denn noch sein. Was geht denn da ab? Was zum Teufel? Wow, woher wissen die? Ich melde mich wieder. Was war denn jetzt los? Der ganze verdammte Mond hat gebebt. Du musst es machen. Ja, das war krass. Ja, musst nicht, man. Das war schon das ist nicht so gut. Sarpedons Truppen haben das Auge der Helios unter ihre Kontrolle gebracht. Das ist ein Riesenlaser im Herzen der Raumstation. Sie zielt damit auf den Kern des Mondes. Keine Panik, aber sie versucht Elpis hochzujagen. Naja. Naja, keine Panik, nee, ist alles cool. Ist alles cool. Aber da wir in Borderlands 2 wissen, dass der Mond noch existiert, können wir uns eigentlich ein bisschen gesmoothed zurücklehnen, weil ich es sowieso nicht schaffen kann. Oh, Spoil! Ja, ihr habt mich jetzt gespoilert. Du hast doch in Borderlands 2 sicher schon mal den scheiß Mond gesehen. Nee. Dann bist du selber schuld. Warte, hier gibt's die Quest. Ja, das auch, aber... Kommt man denn da hin? Was? Du kannst doch auch recht rein teleporten. Ach ja, hätte ich können tun. Und bestimmt hier reingehen, oder? Ah ja, das kann natürlich sein. Ich mach mal. Uiuiui. Ja, mach mal. Eine Öko-Kriegerin braucht deine Hilfe, um ein paar niedliche Tierchen aus einer giftigen Müllkippe zu retten. Ich bin Sybil, Führerin der Konkordianischen Befreiungsfront. Wir sind die kleinen Helfer von Mutter Natur. Und es gibt eine Spezies, die ist vom Aussterben bedroht und braucht dringend Hilfe. Ja, ich schicke dir einen Satz Koordinaten auf dein Echo. Alles weitere, wenn du vor Ort bist. Greenpeace for the win. Echt so, der Baumschmuser wieder. Ha, was sieht sie? Beruhig dich, Matze. Hübsch aus, sagst du. Sieht ja wenigstens hübsch aus, sag ich. Naja, das ist meistens so bei den Öko-Aktivisten. Komischerweise. Ob, na, die ist nicht direkt gesagt. Ob die extra danach rekrutieren? Matze vergewaltigt gerade den Auto-Benny. Ja, es ist. Matze ist fertig. So, weiter geht's. Das war jetzt erstmal die einzige Quest hier, ne? Die haben wir auch direkt ausgewählt. Jawohl, ja. Wie alt sind wir denn, Matze? 7? Und nicht in die Lava springen. Nein, ich hab das unter Kontrolle. Sagst du? Sag grad nicht danach aus. Hättest du irgendwas unter Kontrolle? Du vertraust mir einfach nicht, das kann nicht gut sein. Ah, ich vor! Vertrauen ist eine wichtige Basis, Robert. Wenn die nicht da ist, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Dann kannst du gleich aussteigen. Okay, da steigt er aus. Und das? Krasses Shit. Was ist denn das? Boah, lass mich in Ruhe. Oh Gott! Aufgeladener Schokorad. Echt mal, der Fuchs das? Gottes Willen! Oh, mein Auto geht's nicht mehr so gut. Wo seid ihr? Nein! Schade. Nein! Ich dachte, ich könnte es noch abwenden. Nein! Wieso ist das Karma, du Ranzbatzen? Weil du mein Auto zerstört hast. Na, das war nicht Karma, das war einfach nur Gerechtigkeit, das war Rache. Alter Schwede, ich glaub's nicht. Ist das gerade echt passiert? Ja. Ist es. Aber wieso stirbt man denn in der Lava gleich? In der anderen ging's doch auch ganz gut noch. So. Nee, leider nicht. Also zumindest in der Lava auf von der vorherigen Station. Oh, voilà. So, Achso, wir müssen zur Pumpstation, natürlich, natürlich. Warte, ach nee, das ist ja Robert. Mitfahren. Du hast vorhin, pass auf! Die Mitfahrgelegenheit verweigert. Weil die Vertrauensbasis. Nö, ich hab gesagt, wenn das Vertrauen bei dir nicht da ist, dann steig bitte aus. Und dann bist du ausgestiegen. Da dachte ich, wenn du mir nicht vertraust, ne, dann können wir's lassen. Bin ich weitergefahren. Habt ihr eine Beziehungskrise oder so? Schon so ein bisschen, ja. Jetzt stirb!
Schild war ja mal ganz schön heftig. Und da ist ja das nächste. Die Laser sind bloß richtig effektiv, die Laser aufsetzen, wenn man auch zielt. Dann streut er übelst wenig Matze. Das konnte nur wirklich keiner ahnen. Wie geht's denn richtig? Hm? Na, du musst zielen. Also dann. Oder was meinst du jetzt? Hä? Hoch mit dir, Soldat! Wie kommt man da rüber? Also so geht's nicht. Ihr seid hochtot. Ja, weil ich nicht begriffen habe, wie es funktioniert. Also gerade war ich, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Vielleicht kommt man nicht mit dem Auto drüber, das kann natürlich sein. Das wäre ja bad. Könnte aber sein. Wartest du mal auf die anderen, oder? Muss ich? Nein. Matze wartet doch nicht auf irgendjemanden. Weiß ja nicht, du hast Benny in der Pause einen Vortrag gehalten übers Warten. Also... Matze muss nicht warten. Sag ja nur. Ich gehe ja nicht looten. Ja, aber du hast doch gesagt, wir müssen immer ein bisschen versuchen zusammen zu sein. Erst warten. Ja, ist ja gut. Ich dachte, die wären hinter mir. Mich abschießen, Matze. Oh, hast du eine dreckige Lache, Robert. Was? Also, das ist ein Charakter. Mal sehen, wie wir jetzt da drüber kommen. Vielleicht ist da zum Booster, dass man da gar nicht... Vielleicht mit Springen... Bin ich eigentlich... Da vielleicht weiter als mit dem Auto? Ich würde auch behaupten, dass man hier vielleicht springen... Na, wobei, das ist auch ganz schön weit zum Springen. Nein, spring da mal, dann... Aber mal ein kurzer Funfact am Rande, wir müssen da gar nicht hin. Nee. Nee. Steh ich auch gerade fest. Tut mir leid, Entschuldigung! Vermutlich geht's deshalb auch nicht. Ist möglich, ja. Jetzt einmal bitte links abbiegen. Und noch einmal links abbiegen. Ach, wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Ah, da gibt's ja zumindest ein Sprungpad. Nicht für hässliche Roboter. Oh. Ey, sag mal, was ist denn das? Was hast du jetzt gemacht? Mann! Das ist einfach irgendwie nach unten gepackt. Ich glaube, weil Kevin mich geblockt hat. Ich? Das ist ja cool. Übrigens. Ja, die Folge ist vorbei. Crazy shit, ne? Dann warten wir halt, bevor wir Stanton Sliver ausgiebig erkunden und sagen Tschüss aus Folge, oh je, 13, glaube ich, von The Borderlands The Pre-Sequel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.